Die Anwohner am Prenzlauer Berg werden immer dreister. Sie wollen den Gehweg verschönern und pflanzen Blumen. Aber diese Blumen sind eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Zum Glück hat die Straßenaufsicht vom Bezirksamt Pankow die illegalen Blüten entdeckt und in drei Straßen wieder für Recht und Ordnung gesorgt. Dann kommen am frühen Morgen zwei fröhlich pfeifende Männer vom Hochtiefbauamt mit Schaufeln und zerstören das Ganze. Das waren mal für 800 Euro nur allein die Bodendecker, die reingekommen sind, plus die Pflege, plus das Unkraut, jeden. Völlig schwachsinnig. Klar, jetzt meckern alle über den Amtsschimmel, der alles zerstört. Aber hier kann ja nicht jeder verschönern, wie er lustig ist. Es geht ja hier um Sondernutzung im Straßenbereich. Und die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen auch die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht überprüfen. Und die Mitarbeiter haben festgestellt, dass die Bepflanzung der sogenannten Baumscheiben nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Er sollte die Baumnummer angeben, wo er die Baumscheibe bepflanzen möchte, seinen Namen, die Anschrift und die Kontaktmöglichkeiten. Außerdem dürfen die Pflanzen eine Maximalhöhe auf keinen Fall überschreiten. Die Pflanzen sollten also maximal 50 cm sein, um eine Sichtbehinderung der Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Ja, so ein hohes Beet ist für Passanten natürlich brandgefährlich. Und damit die Anwohner das endlich verstehen, zeigt Stadtrat Kuhn höchstpersönlich, wie eine Baumscheibe richtig bepflanzt wird. Baumnummer mal feststellen. Baumnummer. Oh, blöd, der hat keine Baumnummer. Na gut. Erstmal die nicht sichtbehindernden Pflanzen pflanzen. Was ich da nicht verstehe, wenn ich da vorne an die Prenzlauer gehe, sind ja die Sträucher und das Unkraut so hoch. Ja gut, woanders ist auch ein bisschen Sichtbehinderung. Wenn ich mich jetzt als Baumscheibenpater eintrage, dann ist mein Name dafür zuständig. Liegt dann da Müll, Dreck oder Hundekacke, dann bin ich selber dafür verantwortlich. Das ist leider so. Aber gegen Hundekacke hat der Fachmann noch einen tollen Tipp. Zum Beispiel ein kleines Schild reinmachen, wo so ein Köter drauf ist, der gerade sich dahin hockt, durchgestrichen. Klar, wenn der Hund das liest, geht er sofort weiter. Obwohl so ein unbepflanzter Platz lädt viel mehr zum Kacken ein. Leider haben wir dann wieder direkte Hundeklos vor der Haustür. Vielleicht müssen wir den Hundekot dann einsammeln und direkt beim Bezirksamt abgeben. Na klar, aber bitte nur mit Angabe der Baumnummer. Ich meine, ganz ehrlich, als Anwohner kannst du natürlich nicht einfach so ein schönes Hundeklo pflanzen. Und wenn, dann nicht mit Tulpen, sondern bitte passend mit Pissnelken. Und damit sind wir auch schon mittendrin im realen Irrsinn und herzlich willkommen bei Extra 3 Spezial. Heute außerdem Kunst oder Comedy. Echtes Gold in Hamburg-Vedel. Echtes Eisen als kleines Hindernis in Königslutter. Und echt illegale Imkerei in Neuwied. Jetzt der reale Irrsinn XXL. Ach, herrlich. Es ist doch immer wieder schön. Ganz ehrlich, wieder haben wir unfassbare Geschichten, frisch aus dem Alltag deutscher Bürokratie. In Berlin beschließen sie gerade die Ehe für alle. Wow, das ging ja schnell. Da weiß man gerade erst seit gestern, dass es Homosexuelle gibt. Und schon sagt Frau Merkel, dass die heiraten dürfen. Die Christdemokraten haben das in den letzten Jahren zwar 30 Mal blockiert, aber nur, um zu gucken, wie die anderen Parteien reagieren. Das bringt Spannung in den Plenarsaal. Gleiche Rechte für alle ist ja wirklich wichtig. Auch Fahrradfahrer haben in Deutschland Rechte. Das Recht auf freie Fahrt. Das Recht auf alberne Funktionskleidung in Neonpink, in der sich sogar eine Presswurst unwohl fühlen würde. Das Recht auf Fahrradhelme, auf deren Design man nur kommt, wenn man das Cannabisgesetz jetzt schon aktiv umgesetzt hat. Und das Recht, von einer Behörde so richtig verarscht zu werden. Daniel Sprenger aus dem hohen Norden. Ah, Flensburg. Fahrradfahren an der Förde, fantastisch. Die Stadt sorgt dafür, dass sich Radler ganz im Norden so richtig wohlfühlen. Das war an der Lilienthalstraße lange nicht möglich. Der Radweg war grau in grau, die Abgrenzung kaum erkennbar. Doch dann,
gab die Stadt diesen neuen Radweg in Auftrag richtig schön breit und so glatt und so rot. Bei so viel Aufwand konnte man natürlich nicht auf jede Kleinigkeit achten. Wir finden hier vor einen typischen Flensburger Vollpfosten. Ja, da hat der Mann vom ADFC schon recht. Ist jetzt erstmal nicht so optimal gelaufen. Wie es dazu kommen konnte, teilt das Technische Betriebszentrum der Stadt nur schriftlich mit. Die Arbeiter der ausführenden Firma waren einfach nicht konzentriert. Es hätte auch geholfen, sich zu merken, wie der alte graue Radweg verlegt war. Der führte nämlich außenrum um die Ampel und nicht mittendurch. Aber ist doch alles kein Drama. Die Stadt Flensburg wäre nicht die Stadt Flensburg, wenn sie nicht eine pfiffige Lösung gefunden hätte. Die Firma wurde angewiesen, die Pflasterung so zu legen, dass der Radweg um den Mast herum geführt wird. Inzwischen hat die Flensburger Verwaltung oder der Bauträger nachgebessert und das ist die Lösung, die wir derzeit haben. Richtig konsequent und radverkehrsfördernd empfinde ich das nicht. Denn die Ampel steht nun nicht mehr völlig im Weg, sondern nur ein bisschen. Da fehlt immer noch ausreichend Sicherheitsabstand. Wie groß muss der denn sein, Herr Oberradfahrer? Naja, also mindestens 50 Zentimeter, würde ich mal sagen. Ja, hier sind es ein paar Zentimeter weniger. Wie viel genau? Null. Alles immer noch ganz schön eng. Aber Flensburger Weitsicht schafft jedes Hindernis aus dem Weg für fantastisches Fahrradfahren an der Förde. Fahrradfahren an der Förde klingt irgendwie auch super. Eine Verschwenkung, das ist so ein schönes Wort. Ich glaube ja, in so manchem Amtsschädel hat auch die ein oder andere geistige Verschwenkung stattgefunden. Die haben doch da echt ein Rad ab, ja? Da kann man froh sein, dass die Tour de France nicht durch Flensburg geht. Kaum auszudenken, wenn die alle immer um die Ampeln extra rumhüssen, fängt ja diese Woche an, die Tour de France, in einer typisch französischen Stadt, in Düsseldorf. Wobei die wichtigste Stadt für die Tour de France ist Leverkusen. Klar, da sitzt Bayer mit so vielen schönen Dopingmitteln. Brauchen die aber auch. Die fahren ja 200 Kilometer am Stück und das sogar ohne Akku. Einfach mit den Beinen. Wobei bei manchen bin ich mir sicher, die haben einen eingebauten Elektromotor. Die Motoren sind ja mittlerweile teilweise so klein und im Rahmen versteckt, das merkst du gar nicht mehr. Hätte Jan Ulrich das seinerzeit gewusst, die Pharmaindustrie hätte gar nicht so viel Geld verdienen können. Aber Fahrräder sind super, da kommst du überall mit durch. Na gut, so schlecht verdient die Pharmaindustrie sowieso nicht. Viagra sei Dank. Kriege ich auch dauernd im Internet angeboten. Aber ich habe ja schon die Penisverlängerung. Ja. Und wie wir jetzt zum nächsten Film kommen, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Patricia Kümpel. Im südhessischen Heppenheim haben die Menschen oft Verkehr. Mal obenrum, mal untenrum. Und damit das für alle schön wird, hat die zuständige Verkehrsbehörde viel in diese Unterführung reingesteckt. Insgesamt knapp 3 Millionen Euro Sanierungskosten. Hier kommen alle so richtig in Fahrt. Da ist auch der Bürgermeister ganz erregt. Huch, was ist denn jetzt? Der ist einfach zu groß. Ups, ja, bei den großen Dingern über 3,90 Meter wird es etwas anstößig. Das liegt an diesen wohlgeformten Stahlträgern. Die hat die Deutsche Bahn in die Unterführung eingebaut. Und der Stahl ist nicht nur hart, sondern sitzt auch ganz schön tief. Täglich fahren mindestens 10, 15 LKWs, die höher 3,90 Meter sind, da unten rein. Dann stehen die erstmal da drin und müssen sich wieder rausmanövrieren. Ne? Dann ist das Wenden ein Riesenakt. Dann fahren sie rückwärts, es bildet sich ein Stau, es wird gehupt. Oh la la, aber das muss man doch nicht so eng sehen. Die Deutsche Bahn legt nun mal Wert auf geschützten Verkehr. Ja, das ist ein großes Ärgernis. Wir haben damals die Deutsche Bahn eingeladen, von 2008 an bis 2013 und haben darauf hingewiesen, dass es eine Großbaustelle sein wird. Und die Deutsche Bahn soll doch bitte schauen, ob sie selber auch Reparaturarbeiten hat. Das hat sie verneint und hat gesagt, es ist alles in einem guten Zustand. Und die Deutsche Bahn hat verdammt viel Stehvermögen.
Kaum war die Baustelle fertig, kommt die Deutsche Bahn und sagt, nee, wir müssen jetzt unsere Brücke sanieren, die ist baufällig und dadurch haben wir das Ärgernis heute. Ach, entspannen Sie sich. Die Bahn sorgt eben bei allen für einen gemeinsamen Höhepunkt bei 3,90 Meter. Ein ekstatisches Erlebnis. Morgens um 6:30 geht's praktisch los und dann wird man geweckt durch das Scheppern. Ding, 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 ding. Ach, hier kommt einfach jeder auf seine Kosten. Wie hoch waren die nochmal? Über 3 Millionen Euro. Na geil. Das ist doch einfach immer ein Wahnsinn. Es ist immer ein Wahnsinn. Die Bahn wird sicher bald eine Lösung finden. Man muss nur fest dran glauben. Glaube ist was Schönes. Gerade für Menschen, die auf die schiefe Bahn gekommen sind. Ich glaube an die Bahn. Das gibt Hoffnung. Wenn man sonst nichts weiter hat, dann bleibt einem immer noch der Glaube. Ich glaube, dass so ein Hotelzug etwas Wunderbares ist. Ich glaube, dass Bahnsnacks erlesene göttliche Speisen sind. Ich glaube, dass der heilige Medorn all unsere Verspätungen auf sich genommen hat, als er die Bahn verlassen hat. Ich glaube an göttliche Wunder wie pünktliche ICEs. Na gut, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber jeden Abend biete ich 2 Fahrpläne und 3 Preiserhöhungen und singe 5-mal unsere Danksagung. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und an eins, da glaube ich auch. Ich glaube an die Macht der kleinen, einfachen Leute. Der Fußgänger in Königslutter. Königslutter ist eine Stadt in Niedersachsen mit schönen Fachwerkhäusern, leckerem Bier und einem Bürgersteig mit, sagen wir, erstaunlichen Hindernissen. Das stellt die Menschen hier vor Herausforderungen, die sie so bisher nicht kannten. Eigentlich waren wir verwundert, dass man auf einem Fußweg jetzt plötzlich einen Zaun baut. Gehört eigentlich auch nicht hierhin. Ist nichts Nütze. Ich weiß nicht, wer das genehmigt hat. Finde ich nicht so gut. Aber es ist manchmal ulkig, was passiert. Ne? Ja, ist ulkig. Alle wundern sich und haben das dem Bürgermeister von Königslutter auch schon gesagt. Ja, die sind natürlich verwundert, ein Stück weit sozusagen, dass hier jetzt auf einmal ein Zaun auftaucht. Waren wir ja sozusagen, nachdem festgestellt worden ist, wie die Grundstücksverhältnisse so sind oder die Eigentumsverhältnisse auch. Ja, selbst der Bürgermeister ist verwundert. Früher war hier mal die Post. Und als die verkauft wurde, hat die Stadt gemerkt, ups, zum Grundstück gehört ja auch noch der Fußweg. Das Grundeigentum, wie gesagt, beinhaltet eben auch, wie man hier sieht, anhand des Zaunes die jeweilige Grenze. Die Stadt Königslutter wollte zwar den Fußweg zurückkaufen, hat aber irgendwie nicht geklappt. Und jetzt rufen die Bürger am Rathaus an und fragen, was mit ihrem Fußweg passiert ist. Da wurde mir halt dann gesagt, ich könnte ja den gegenüberliegenden Fußweg benutzen. Und dass das halt aktuell, fand ich schön, ein augenscheinlich erscheinender und nicht tatsächlich existierender Fußweg ist. Augenscheinlich erscheinend, aber nicht existierend. Das Mysterium Bürgersteig, wie man es nur in Königslutter findet. Der Bürgersteig ist zwar da, aber man kann nicht verwenden. Richtig. Also ist das ein nicht zu verwendender Bürgersteig? Naja. Naja, man kann ja außen rumgehen. Achtung, Gegenverkehr. Wir können von Glück sagen, dass der Eigentümer nicht auch dieses Stück eingezäunt hat, da wo es zum Zebrastreifen geht. Ich bin deswegen sehr dankbar, dass wir in Absprache mit dem jetzigen Eigentümer es hinbekommen haben, dass der Zebrastreifen dort verbleiben kann, wo er ist. Genau, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Können wir ja ganz froh sein, dass die Straße nicht Privatbesitz ist. Ja, wollen wir zufrieden sein. Ja, aber selbst dann hätte Herr Hoppe sicherlich nichts machen können. Puh, Glück für Königslutter. Königslutter. Zäune, wenn Zäune gebührt. Danke, Martina Hauschild. Auch eine Form der Entschleunigung. Entschleunigung in den 90ern übrigens Rudolf-Scharping-Effekt genannt. Oder auch bekannt als das Karl-Lauterbach-Phänomen. Aber egal. Komm, letzte Woche war ja Welt-Yoga-Tag.
Ein Tag, der lange Tradition hat. Es gibt ihn nämlich schon seit, halten Sie sich fest, 2015! Und das ist schön. Yoga, da macht man Übungen wie den herabschauenden Hund oder den kotzenden Frosch oder das fragile Frettchen. Oder für Fortgeschrittene die mutlose Merkel und die abstürzende SPD. Oh, Moment. Ah. Man fragt sich, warum ist Yoga bei uns so beliebt? Ja? Yoga ist ja quasi die Currywurst unter den Entspannungsübungen. Warum ist das so beliebt? Entspannung geht ja auch anders. Ich mache da was ganz Verrücktes. Ich mache einfach manchmal mein Handy aus. Wobei, den Sonnengruß, den mache ich auch. Den kennen ja alle. Machen wir Eltern jeden Morgen, noch bevor wir mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Wenn denn einer da ist. Der Weiße See mitten in Berlin, ein Paradies für Kinder. Wegen der vielen Spielplätze rundherum, so wie der hier in der Berliner Allee, leider kaputt und gesperrt. Oder der am Goldfischteich, auch kaputt und gesperrt. Der Spielplatz an der Plansche, genau, kaputt und gesperrt. Ich finde das halt ganz doof, dass immer alles gesperrt ist und dass man jetzt nicht spielen kann. Und wenn die Kinder hier lang gehen und den sehen und erst denken, ja, jetzt können wir auf den Spielplatz und dann ist da einfach so ein Absperrzaun und dann sind die traurig. Oh, aber für die Reparatur fehlt leider das Geld, Berlin eben. Aber nicht traurig sein, liebe Kinder, nur ein paar Meter weiter. Nein, noch ein Stück, noch ein bisschen. Also in anderthalb Kilometern Entfernung. Da in der Pistoriusstraße entsteht bald ein schicker neuer Spielplatz. Also erst 2019, aber dafür mit allem Schnickschnack. Für nur 200.000 Euro. 200.000 finde ich schon allgemein viel Geld. Damit könnte man locker 5 Spielplätze neu sanieren. Das, was da ist, sollte erhalten werden. Und es sind 3 wunderschöne Spielplätze hier in der Gegend, die gesperrt sind, was ich schade finde. Ich finde, man könnte alle anderen einmal grundsanieren. Ja, so einfach ist das aber leider nicht, liebe Eltern. Haushaltspolitik ist kein Kinderspiel. Ja, wir haben 2 verschiedene Töpfe. Einmal den Investitionstopf. Und den kann man nicht verwenden, um normale Reparaturen und Unterhaltsleistungen zu finanzieren. Das ist aus dem Titel Unterhalt nur möglich. Genau, der Topf für neue Spielplätze ist voll, der Topf für alte Spielplätze ist leer. Aber umschütten darf man nicht. Klar soweit? Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich wäre es logisch, das Geld zu nehmen, erst mal für ganz die, die bauen da sind, ne? Und dann gucken, was bleibt übrig, genau. Um neu zu bauen. Das wäre logisch. Na was, logisch? Wir sind doch in Berlin, hier wird nie was fertig. So wie dieser Spielplatz zum Beispiel im Stadtteil Prenzlauer Berg. Der war auch lange kaputt und gesperrt. Der wird dann auch eigentlich Ende Juni wieder entsperrt. Dann wird er aber wahrscheinlich wieder gesperrt, weil dort weitere Maßnahmen stattfinden. Also es ist dann manchmal so, dass man die eine Sperrung aufhebt, wenn eine Sache beseitigt ist, aber dann kommen die nächsten Maßnahmen und dann geht wieder die Sperrung los. Ja, so ist es manchmal. Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Das versteht doch jedes Kind. Altes verfallen lassen, viel Geld in Neues investieren und lange darauf warten. Ja, das ist Berlin. Das ist Berlin. Ja, das ist so schön. So ist das in Berlin. Aber jetzt muss man doch auch sagen, ganz ehrlich, welches Berliner Kind spielt denn heute noch auf einem Spielplatz? Ja? Die verkaufen Drogen auf einem Spielplatz. Ehrlich, was ein Kind heute braucht, das wissen wir doch alle. Das ist ein Fidget Spinner. Kennen Sie die Dinger? Die drehen sich. Es ist der Wahnsinn. Die drehen sich. Selbst Waldorfschüler werfen ihre anthroposophischen Holzklötze weg und spielen mit kreiselnden Metallblumen. In Hamburg habe ich pünktlich zum G20-Gipfel in einem Spielwarenladen dieses Schild gesehen. Die Spinner sind da! Yeah! Ja, wo sie recht haben, haben sie recht. Ich habe jetzt was ganz Neues erfunden. Ich habe das ein Jahr entwickelt, ausprobiert, neu geschnitzt. Alles. Ne? Dann habe ich das als Patent angemeldet. Kostet jetzt 18,90 Euro. Der Fichtenspinner. Guck mal, was der alles kann. Der dreht sich.
Und der dreht sich. Und der dreht sich. Und ist biologisch abbaubar. Kein Plastik, keine Weichmacher, keine Phthalate. Und er dreht sich sogar im Dunkeln. Gut, man sieht es nicht, aber er dreht sich. Der Fichtenspinner. Und wissen Sie, wo es auch viele Spinner gibt? In Rheinland-Pfalz. Also zumindest in der Stadtverwaltung Neuwied. Ja? Die haben sogar einen ziemlichen Stich. Boah, der ist so geil. Zwischen diesen hübschen Blumen bei Neuwied ist das Leben süß. Denn Bienen sind zwar vom Aussterben bedroht, aber hier summen sie noch fleißig. Und das ist ihr König, der größte Imker im Landkreis, Erwin Golz. Ich war 13 Jahre alt, habe ich schon 6 eigene Völker gehabt. Mein Opa ist Imker gewesen, mein Papa. Ich habe früher kein Taschengeld bekommen, wie heute die Kinder. Und vom Honig habe ich Taschengeld gehabt und dürfte mit Mädchen ins Kino gehen. Und neben seinen Bienenstöcken mit 70 Völkern hat Erwin Golz für 90.000 Euro ein Imkerhaus gebaut. Darin arbeitet er, schleudert den Honig und erzählt Schulklassen von seinen Tieren. Doch an Erwin Golds Händen klebt nicht nur Honig, sondern auch Sünde. Denn die Stadtverwaltung hat aufgedeckt, dieses Imkerhaus ist kriminell. So hat es nunmehr mehr und mehr den Anschein eines Wohngebäudes. Und das ist eben nun mal nicht genehmigungsfähig. Oh ja, ganz eindeutig. Das ist kein Imkerhaus, das ist eine illegale, luxuriöse Wohnimmobilie. Sie steht schließlich einen Meter zu nah am Wegesrand. Besonders verrucht das sehr, sehr hohe Dach. Und da, gruselig, die Fenster, die sind 10 Zentimeter zu groß. Zurückbauen darf Erwin Golz sein Imkerhaus natürlich nicht. Doch zum Glück zeigt die Stadtverwaltung Herz und lässt die bedrohten Tiere selbstverständlich nicht im Bienenstich. Wir müssen irgendwann den Bagger losschicken und dann müssen wir es abreißen. Wir müssen irgendwo auch dem Rechtsstaat in dem Augenblick Genüge tun. Ja, so ist das nun mal. 15.000 Euro Abrisskosten bezahlen natürlich Sie, Herr Golz. Mit Summen kennen Sie sich ja aus. Ach so, Sie wollen nicht bezahlen? Nicht schlimm. Vom Amtsgericht wurde Haftbefehl erteilt, um mich als Imker festzunehmen und in Knast. Tja, die fleißigen Bienchen in der Behörde müssen irgendwo auch dem Rechtsstaat in dem Augenblick Genüge tun. Ach, Herr Golz, nicht traurig sein. Summa summarum kann einen sowas ja auch mal richtig anstacheln. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Also meine ganze Existenz geht kaputt. Und ich stehe im Prinzip auf der Straße. Liebe Leute von der Stadtverwaltung, vielleicht lassen Sie sich die Sache mit den Bienchen und Blümchen lieber noch mal erklären. Bienchen und Blümchen. Das ist doch wunderbar. Es gibt Sachen, das ist Wahnsinn. Also man muss sagen, mittlerweile hat der Imker die 15.000 Euro Kosten für den Abriss des Bienenhauses übrigens gezahlt, ja, und wird wahrscheinlich bald aufhören mit seinen Bienen. Aber wozu brauchen wir Bienen? Honig gibt's doch beim Aldi viel billiger. Ne? Und die Sache mit den Bienchen und Blümchen, da glauben diese aufgeklärten Verwaltungsbeamten ja sowieso schon lange nicht mehr dran. Eine Blume lässt sich von einer Biene bestäuben ohne Bestäubungsantrag? Das geht sowieso nicht. Wo ist das Befruchtungsdokument? So, aber wissen Sie, was komisch ist? In Liedern, ne? Was kommt da drin vor? Liebe, Hoffnung, Schmerz, Insekten, Thermomixe, wenn man Glück hat. Ne? Aber keiner, wirklich keiner singt über deutsche Verwaltungsbeamte. Wir vom realen Irrsinn wollen das hiermit ändern. Tulpen gehören nicht auf den Gehweg, da bleibt Beton auf immer und auf ewig. Wer das nicht schnallt, hat kein Intellekt. Geradelt wird auf roten Streifen, wenn da Ampeln stehen, muss man sie halt streifen. Wir vom Amt haben immer recht, recht wie David Precht. Wenn ich mal wieder mit dem Edding spiel, schau ich ihn an und manchmal sag ich ihm, Paragraphen sind jetzt voll mein Ding, mein Glück mit diesem Job anfing.
hast du ein großes Haus gebaut. Weg damit! Ich bin jemand, ich bin jemand. Früher war ich nur ein kleines Licht, doch jetzt bin ich sowas von wichtig. Ich bin der Herrscher über Zäune. Ich bin jemand, ich bin jemand. Ich sitz auf meinem Bürostuhl und was ich mache, ist einfach cool. Humor hab ich auch. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ich bin jemand, ich bin jemand. Ha! Ist das nicht lustig? Ich bin niemand, ich bin niemand. Aber mein Kuli hat WLAN. Platz Nummer 1. Die Fette, einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs. Das Durchschnittseinkommen liegt hier bei rund 15.000 Euro pro Jahr. Klar, dass hier nur noch eins gefehlt hat. Das umstrittene Kunstprojekt Veddel vergolden hat heute begonnen. Dabei soll eine Backsteinwand komplett mit Blattgold belegt werden. Na, da schau her. Wo, wenn nicht auf der Veddel, wäre Blattgold passender? Die Menschen staunen, sind fasziniert. So etwas gibt es bislang nirgendwo in ganz Hamburg. Wir wollten uns das angucken. Wir haben das in den Medien verfolgt. Es gibt ja auch so eine Auseinandersetzung darüber, ob das nun gut ist oder ob das nicht gut ist, ob die Veddel das braucht oder ob die das nicht braucht. Da kann man was Besseres machen, als eine Fassade mit goldener Farbe hier zu malen. Ich finde das wirklich Geldverschwendung. Ja. Und dann beschweren sich die, wir haben kein Geld. Doch, für unnötige Sachen. Ja, aber es sind doch nur 85.000 Euro, die das Vergolden kostet. Ein Kleckerbetrag für das, was dadurch entsteht. Es geht ja immer darum, mit Kunst irgendwie sozusagen erstmal einen Punkt zu treffen, der irgendwie wund ist und Denken in Gang setzt. Und wie das Denken in Gang gesetzt wird irgendwie. Jetzt ist auf der Veddel alles Gold, was glänzt. Hm? Das kommt so von oben herab. Es hat nichts mit dem Stadtteil zu tun und nichts mit den Bewohnern zu tun, sondern es ist... Der Stadtteil wird als Plakatwand missbraucht. Ja, und die Bewohner freuen sich, wenn die Hebebühne fürs Vergolden auftaucht. Schmier dein Gold woanders hin. Naja, es gibt Ausnahmen. Dabei ist das doch nun wirklich ein Hingucker, oder? Man guckt hin. Hingucker ist er so. Wenn jetzt einer hier nackig rumläuft, da guckt auch jeder hin, oder nicht? Ja. Ist doch so. Ja, ist so. Und das ist von der Kulturbehörde, die das Geld gibt, auch genauso beabsichtigt. Es bietet einfach die Möglichkeit, dieses Viertel zu kommunizieren und zu diskutieren und darüber nachzudenken. Und wie das Viertel neuerdings kommuniziert wird. Unbekannte haben eine Farbattacke auf das von einem Künstler vergoldete Haus auf der Veddel verübt. Sie warfen blaue Farbbeutel auf die Hauswand und den Kranwagen. Aber damit noch nicht genug der Kommunikation. 2 Tage nach dem Farbbeutelanschlag auf das Kunstprojekt Veddel vergolden hat es erneut eine Attacke gegeben. So ist das, wenn man sich intensiv mit Kunst auseinandersetzt. Es geht immer darum, es mal anzufassen. So, weil man sich es erstmal nicht vorstellen kann und denkt, na, vielleicht ist es ja doch noch nicht echt. Gestern mussten wir auch das Gold mal zum Probieren jemandem geben. Die hat es dann gegessen, weil sie es kannte sozusagen aus dem arabischen Raum. Da verwendet man es zum Teil bei Gerichten. Doch diese Kunst für 85.000 Euro könnte vielleicht nicht jedem schmecken. So, ich gönne mir jetzt erstmal so eine richtig leckere Leberwurst-Blattgoldstulle. Mal gucken, wie es schmeckt. Mmh, super. Das war's vom realen Irrsinn XXL. Jetzt gleich geht's weiter mit dem Medienmagazin Zapf. Und morgen wieder mit meinem geschätzten Kollegen Christian Ehring im Ersten.